Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Destiny. Wir sind in der letzten Folge hier in Cal Viola gestrandet, wo wir anhand von Stans Schweißausdünstungen gut erkennen können, wie warm es hier ungefähr sein muss. Und wir sind mit der Stadterkundung soweit durch. Ich hoffe, dass ich beim letzten Mal nichts ausgelassen habe. Das heißt, wir können uns jetzt mal diesen Tempel angucken, denn zuletzt wurde beobachtet, das haben wir am Hafen erfahren, dass die geklaute Statue, die Eye of Etemoni, oder wie das heißt, nach der wir ja suchen zusammen mit Philia, die wird dann höchstwahrscheinlich hier irgendwie auffindbar sein. Und da gucken wir gleich mal ein bisschen genauer nach. Oh, strange faces. Stop right there, let me guess. You're going to say foreigners are no good, right? Der Arme, er hat so recht, er hat so recht. Oh no, not at all. I see catastrophe and loss of all hope in your future. What do you mean by that? You will be unable to escape the darkness that will surround you. Your destiny cannot be changed. Na Stan, was machst du damit? So wirklich weiterhelfen tut's uns nicht, ne? Aber der wiederholt sich jetzt hier. Okay. So, ich weiß nicht, ob das jetzt, ernst genommen werden sollte oder ob wir das als Hirngespinst abtun können. Hä? The door is locked. Hey, ich habe voll den geheimen Hintereingang gefunden. Gibt's hier auch sowas? Gibt es hier auch sowas? Nein, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal, wie es sich für ordentliche Bürger gehört, über den Vordereingang rein. Excuse me. Yes, yes, how can I help you? My name is Philia Phyllis, a priestess from Saingold. Oder Priestess, ne? Betont man anders. I'd like to ask you something. Oh, a priestess. Priestess, you must have traveled a long way from Saingold. And now, what would you like to ask me? I believe a statue has been brought here. No, I haven't heard a thing about any statue. Ja, wahrscheinlich über den Hintereingang gerade eben. Then did Ludon visit this temple? The High Priest has not visited here. Okay, I understand. Let's go. Was? So einfach dürfen wir uns jetzt aber nicht geschlagen geben, oder? It's strange. What? I only said Ludon's name. But that man knew that Ludon was a High Priest. Is it that unusual for him to know the name of a High Priest? Please spare us your ignorance. Ludon's not a high-ranking bishop or archbishop. Priests at other temples wouldn't know the name of a mere high priest. Hey, back off! I believe Leon is right. This can only mean that he's somehow connected with Ludon. Then if we grill them for information? I don't think so. They're just a bunch of useless underlings. How about sneaking in during the night? Then I'll stay at the temple. I'll be able to unlock the back door from the inside when it gets dark. Fine, do it. Alright, we'll stay at the inn and wait until nightfall. Good luck, Philia. I'll be fine since Clement will be with me. Don't you worry about a thing. Sehr gut. Okay, I'm leaving now. We'll wait at the inn. Alles klar, das war irgendwie klar. Erst in der letzten Folge habe ich doch noch drüber gesprochen, ne? Dass Übernachtungen manchmal notwendig sind, aber meistens mit Ankündigung erfolgen. Ne, warte mal, hier ist die Bar. Bist du ein Inn? Bin ich gerade nicht imstande, die Schilder richtig zu lesen? Nee. Ich weiß nicht mehr, wo das Inn gewesen ist. Keine Ahnung. Zu viele Häuser. Aber in der letzten Stadt, wo wir waren, da konnte man das ganz gut erkennen. Ich wette, hier auch, oder? Oder? Ernsthaft? Ich habe wirklich keine... Doch, hier! Da stand gerade irgendwas. Orcs Inn, genau. Genau, hier war das so. Alles klar, wir wollen dann tatsächlich mal übernachten und diesen Wucherpreis auch entrichten. Please make yourselves at home. Aber immerhin hat er uns... Was? Nett empfangen? Was war das gerade für ein Geräusch? Let's go, our destination is the temple. War das gerade eine Eule? Ich habe da gerade voll reingeredet und irgendwie nur die Hälfte mitbekommen. Jetzt bin ich ja gespannt. Gar nicht auffällig, was der jetzt hier alles so beobachtet, ne? Was ist denn, wenn ich hier jetzt nochmal Ja nehme? Das ergäbe ja gar keinen Sinn. Du müsstest draußen ja wieder hell sein. Vielleicht wird's das auch. Das war Tatsache eine Eule. The only people who grow up in this country and venture into the outside world are our sailors.
Most people live their entire lives in this country, and they live while bad-mouthing people in other countries. Ja, das ist uns ja schon direkt beim ersten Besuch hier aufgefallen, direkt nach unserer Ankunft quasi. What are you doing wandering around at this late hour? I hope you're not planning to do anything stupid. Tja, wenn du wüsstest. Aber genau das gleiche könnte ich dich ja auch fragen. Was machst du denn hier, hm? Hier müsste es ja jetzt abgehen. Jawohl! Ach, ist das cool. Ich weiß nicht, das klingt jetzt schon wieder total nach Suffkopf, aber irgendwie feiere ich die Bars hier total. Hey, gut. Achso, das hier kennen wir schon. Hey, how's about the dance, young lady? Was sagst du dazu? I'm a great dancer. Don't you want to see me dance? Ja? Time to get down. Aha. Och Gott, wie süß. Baby, ist das schnuffelig. Cool, bleibt die Musik jetzt hier so? Die ganze Zeit? Ich hoffe doch. Kann ich hier irgendwie Trinkgeld geben? Ich finde das voll nice. Ihr braucht eine kleine Bühne hier. Damit sich die Frau da irgendwie austoben kann. Oder eine Tanzfläche. Guck mal, hier so eine ganz kleine in der Ecke mit so ein paar Lichtlein. Ich glaube, sie hat hier ihren Spaß. Ich glaube, sie hat auch gar nicht mehr aufzutanzen, ne? Hey, watch me dance before you go. Mach ich doch. Du hast meine volle Aufmerksamkeit und dem hier wird wahrscheinlich richtig einer abgehen, ne? Oh, what a scene, sag ich doch. Ja, Tag der Herr. Oh no, get out. Achso, das kennen wir schon. Drunk Jesus. Those people at the temple have been acting strange lately. They're a bunch of weirdos anyway. Ja, das untermauert nur unsere Theorie, die wir ja schon aufgestellt haben gerade eben. Warte mal, sagst du irgendwas Neues? Okay, it's playtime for adults. Ich sehe schon. Und hier so? Was? Hupau? Please give me some pickles. Was? Hol dir deine Pickles bitte selber. Hallo. I wanna scotch on the rocks. And don't cheat me by watering it down. I'm watching you. Ah, der will die ganz harte Mische scheinbar haben. Hoffen wir mal, dass er die bekommt. Was? Das war gerade was Neues. And don't cheat me by watering. Und dann? Oh, you don't work here. Ja, genau. Der da vorne ist ein Mann. Drinking won't make reality disappear. Das kennen wir auch schon. Und du? You know, I've never told anyone this. But I wanted to go to Fitzgold and become a musician. Aha. Und das ist jetzt so top secret oder was? Ich dachte, der erzählt uns jetzt... Oder verrät uns jetzt voll das Staatsgeheimnis oder so. Aber auch schön, wie das ausgeleuchtet ist. Ah, ich mag das. Ich mag in Spielen zwar keine Tag-Nacht-Wechsel, also wenn die so fließend im Spielverlauf mit eingebaut sind, aber wenn du das selber in so Momenten wie diesen hier heraufbeschwören kannst, dann finde ich das gut. Vor allen Dingen finde ich das dann immer richtig nervig, wenn du dann nachts dann bestimmte Sachen halt triggern kannst und so. Also wenn der Übergang fließend ist, wenn es quasi so eine Art Ingame-Uhr gibt. Das ist zwar damals total revolutionär gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Zelda Ocarina of Time oder so zurückdenke, habe ich das als Kind total gefeiert. Aber inzwischen, oh, was ist denn hier los? Was ist das denn? Good evening, sir. It's a beautiful moonlit night, don't you think? Es spiegelt sich da einfach nur der Mond oder schwebt da irgendwas Leuchtendes über dem See? Oh, you're a foreigner. Don't bother talking to me. Aha. Und ich dachte, wir könnten jetzt miteinander anbandeln, aber don't bother talking to me. Heißt doch, dass wir sie ansprechen sollen, oder? Bin mir gerade nicht sicher, wie ich das inhaltlich richtig übersetzen soll. Warte, mit dir hatten wir schon. Ich will nur gucken, ob wir hier noch andere Gesprächspartner haben. Also die Läden scheinen auch nachts offen zu haben. Total die Berliner Spätis hier. Überall kannst du noch einkaufen. Du bist auch in Laden gewesen, ne? Ja. Wer weiß, vielleicht... Vielleicht verkaufen die nachts anderes Zeug, aber ich glaube mal nicht. Der stand doch gerade eben noch nicht hier. Bring me another drink! Kann ich dem wirklich einen Drink bringen? Leute, ich glaube, das werde ich gleich mal probieren. Ich will nur gucken, ob wir hier... Achso, nee, warte mal. Hier war unser Inn. Und hier waren die Linsenhändler, ne? Obwohl, hier ist jetzt nur noch einer. Good evening. Feel free to... Haben wir alles schon mal gelesen. So... Hier will ich jetzt erstmal nichts haben. Das heißt, eintauschen können wir das ganze Zeug nur tagsüber. Ist okay. Muss ja nun nicht jeder hier Nachtdienste schieben.
Guck jetzt mal ganz kurz wegen dem Drink für den Typen da oben. Ob wir hier vielleicht irgendwie einen mitnehmen können. Das scheint hier nicht zu funktionieren. Und hier auch nicht. Okay. Ich glaube, wir können ihm leider nichts bringen. Aber guck mal, was für ein guter Dude ich bin, ja. Ich hätte dir volle Möhre geholfen, wenn das Spiel mich gelassen hätte. So, hier ist jetzt wahrscheinlich versperrt. Genau. Go around to the back door. Ja, ich wollte ja nur gucken. Ja, sein können. Irgendwas an der Statue. Sah gerade so einsammelbar aus, diese Stabspitze, die so ein bisschen heller ist. Aber ist nicht. So, it's so dark. Stan? Is that you, Philia? Where are you? Wait just a minute, I'll turn the light on. Bitte ganz, ganz hell, ja? Ich bin nachtblind. There are priests patrolling the place. Please be careful. Okay, I will. Das sind die Lichtverhältnisse, mit denen wir uns jetzt hier durchackern müssen. Oh no. Warum ist Philia eigentlich nicht in unserem Team? Die ist raus gewesen, weil sie das Team kurz verlassen hat, ne? Warte mal. Wir haben niemanden, der auf Stufe 11 ist. Okay, ich warte, glaube ich, bis der Erste die 11 erreicht. Und dann kommt Philia rein. So, this is the kitchen of the temple. Boah, ich werde hier so viel auslassen, Leute. Ich werde hier so viel auslassen. Ich lasse auch sonst ab und zu mal was aus, aber... Hier, und das ist wirklich keine Ausrede, ich kann im Dunkeln echt schlecht gucken. Und wenn ich hier was übersehe, dann kann das durchaus damit zusammenhängen. Und das wird es wahrscheinlich auch. So, Preisfrage ist, haben wir hier Zufallskämpfe oder sehen wir vielleicht sogar die Wachen und lösen nur Kämpfe aus, wenn wir in die reinlaufen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ja, da wird das ja wahrscheinlich auch noch so ein mega komplizierter Aufbau sein. Als wäre die Dunkelheit nicht schon schlimm genug. Da sind die alten Herren von tagsüber quasi. Go, die, infidels, die! Ist das jetzt schon Boss? Sind das nicht die Haupttypen? Vom Eingangsbereich. Monk Soldier, Priestess und Bad Eye. Okay, Bad Eye klingt irgendwie so ein bisschen nach... Achso, die haben jetzt auch neue Waffen, ne? Klingt so ein bisschen nach Zustandsveränderungsgedönse. So, gucken wir mal, was die vertragen können. Die haben auf jeden Fall ein bisschen mehr ausgehalten, meine ich, als die Gegner, die wir zuletzt bekämpft haben. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden würden. Scheinbar. Sag mal, bilde ich mir das ein oder ist das Kampfsystem in Tales of Destiny deutlich flüssiger als in Fantasia noch? Vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, weil es mir nicht mehr ganz so fremd ist wie bei Fantasia, weil vorher habe ich ja sowas noch nie gezockt in der Form. Please get me out of here! Oh shit, ich glaube, ich bin hier richtig. Ich wollte doch zuletzt den richtigen Weg nehmen. What happened? What happened? I was locked up by a bunch of goons who said they were acting in the name of some high priest. Was it Ludon? Yes, that sounds about right. Do you know him? He used to be my mentor. Tell me what happened. I was performing my evening prayers in the cathedral, and this man Ludon came visiting with a large statue. That traitor. They took over the temple and locked me up, and now here I am before you. How many of them were there? There were at least 30 men, I think. Are they in the cathedral? I don't know, but there is an underground tunnel that's accessed from the cathedral. I see. Can you get me out of here? Sure, I'll open the door now. Wait, don't open it yet. Leon! How can we be sure that he's not a monster? Wait a minute, I'm not... Man, you're too paranoid. Ja, auf jeden Fall. Außerdem, hallo, wir bekämpfen den, wenn er ein Monster ist. I'd rather not take any chances, we'll leave him here. Nein! Warum muss er immer alles alleine entscheiden? Dann lass doch wenigstens die Gruppe im Kollektiv entscheiden, meine Güte. I agree with him. Okay, I understand. Achso, na gut, wenn Rudy jetzt uns in den Rücken fällt, dann ist das halt so. We'll take care of the enemy. You'll be safer here, so please stay put. I understand. I'm counting on you. Ja, ja, ist ja gut. Trotzdem. So, was wollte ich gerade tun? Hat Stan gerade irgendwas Neues erreicht? Nicht irgendwie, ich glaube nicht, ne? Nee, aber er hat ein Level abbekommen. Jetzt werde ich das erste Mal versuchen, ihn auszuwechseln. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tue. Nee, es geht nicht.
Nein, Stan ist immer im Team. Ich meine, das hat auch irgendwie was Gutes in dem Fall, weil bei dem Kampfsystem, was mir halt immer noch nicht so zu 100% liegt, fühle ich mich in seiner Haut irgendwie am wohlsten. So, achso, jetzt habe ich ihn doch freigelassen, oder was? They probably knew about the hidden room in the back of the cathedral. Das Gute ist, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich lang muss. Das heißt, sobald wir in der Kathedrale sind, habe ich wahrscheinlich auch die Möglichkeit, den richtigen Weg zu nehmen. I'm so starved, I can't move. I think I'm starting to lose consciousness. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe viel Heilkrams mit dabei. Aber das Spiel bietet es mir leider nicht an. So, was haben wir hier? There's a flower arrangement here. Das ist das Allerwichtigste hier, gerade an dem Ort. Genau das festzustellen. Aber das Allergeilste wäre mal ein Lichtschalter. Oder eine fette, überdimensionierte Taschenlampe. Ich nehme von mir aus auch ein Flutlicht und laufe damit rum. Und leuchte mir den Weg, dann kann ich damit zwar nicht wirklich kämpfen, wobei ich könnte auch mit so einem Licht auf meine Gegner einprügeln. Da kennt unsere Kreativität ja wohl keine Grenzen, oder? Was meint ihr? So, dann gucken wir jetzt erstmal, wo wir hier rauskommen. Hoffentlich erkennt man die Kathedrale auch als solche. Ist das die hier schon? Ist das hier schon der Kathedralenbereich? Warte mal, wo kann ich hier hin? Boah, Kinners, ich sehe ja hier überhaupt nichts. Ist das anstrengend? Hoffentlich dauert der Dungeon nicht allzu lang. So, hier geht's nochmal nach Süden raus, aber ich hatte nördlich auch noch eine Route, wo ich weiter konnte. Und ich wette, nördlich ist jetzt doch die falsche. Aber hier gibt's auch scheinbar irgendwie gar keine... Oh, Kisten, oder ich übersehe die ständig. Who's that? Tja, komm her und guck's dir an. Aber ich finde es gut, dass es hier keine Random Encounter gibt. Also irgendwie ist das genau richtig ausgewogen. Da, wo ich es passend finde, da haben die das auch eingebaut. Und da, wo du irgendwie anderweitig eingeschränkt bist, sage ich mal, wie hier durch die Sicht halt, da lassen die das weg. Finde ich super. Die sehen irgendwie voll süß aus. Vor allen Dingen das Mädel mit den lilanen Haaren. Zwar nicht so süß wie unsere Mädels, aber hey. Man muss ja so fair sein und auch dem Kontrahenten Dinger anerkennen, wenn sie der Wahrheit entsprechen, nicht wahr? Einfach mal beim Feind einschleimen. Kann ja nicht schaden. Sobald der nächste Level abbekommt, ist Philia auch wieder Teil des Teams. Ja, genau. Steigt einfach alle drei im Kollektiv auf. Ist okay. Okay, aber spätestens jetzt will ich sie auf jeden Fall wieder mit drin haben. Und zwar replacen wir dafür Leon. Ja. Der darf ruhig ein bisschen hinterherhinken und den anderen hinterher schauen. So, warum haben wir hier schon wieder 10.000 Wege? Was soll das werden, wenn es fertig ist? It's pitch black. Is anyone here? If there's really a secret room, they are probably inside it. You're right. Let's look for the entrance. Okay, das heißt, hier sind wir richtig. Das ist gut. Dann kann ich mich ja jetzt hier im Grunde genommen frei bewegen. Oh. Hä? Ach, ich bin wieder... Ach, nee, ich habe von der anderen Seite jetzt... Ah, okay. Okay, jetzt check ich's. Wir sind über den Hintereingang und hier habe ich jetzt quasi den Weg freigelaufen. Oder bin den Weg freigelaufen. Keine Ahnung, was richtiges Deutsch ist. Über den Haupteingang. Alles klar. Gab es denn jetzt hier... Warte mal. Ach, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Irgendwie ist der Raum hier voll irritierend von den Möglichkeiten, wie man laufen kann. Ich komme jetzt hier gerade nämlich nicht nach oben. Hier geht's aber weiter. So, warte. Ich glaube, jetzt haben wir nämlich nur noch eine Route. Nämlich hier. Ich habe ja seinerzeit kehrt gemacht, obwohl es hier bestimmt auch Dinge zu entdecken gibt, oder? Oh Gott. Ist das schon wieder kompliziert hier? Ich laufe jetzt einfach mal die ganze Zeit den Rand entlang. Da kann mir ja fast nichts passieren, oder? Oder? It's empty. Oh ne, jetzt geht das schon wieder los. There are many history and theology books on the bookshelves. Okay. Hier, I'd better not open other people's stuff. Das kennen wir auch schon. Flower arrangement. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas anderes in diesem Raum? Ob wir den Tempel jemals voll ausgeleuchtet noch erkunden können? Glaub's ja irgendwie nicht, aber wer weiß.
So. Ja, ich glaube, das hier ist der Bereich, wo man die ganzen Schätze hier plündern kann. Quasi der Bonusraum. Das ist doch eins von den Dingern, was wir schon equipped haben, oder? Schlägt das nicht auch in diese Kerbe hier? Ja, Scorched Earth. Das ist eine weitere Disc. An Aura Disc engraved with the image of fire. Das ist genau die Beschreibung aber auch gewesen, die Flame Disc auch hatte. Warte mal, wo haben wir die denn? Die hat immer noch Imchen. Können wir mal gucken. Scheint auf jeden Fall auch keinen Unterschied zu machen. Ist denn jemand hier gerade noch ohne Disc unterwegs oder kann dadurch irgendwie besser werden? Hier eventuell. Aber da ist mir der Abfall dann zu groß, also der zahlenmäßige Abfall. So, hier können wir auch nichts Gutes machen. Und hier vielleicht, Leon, für dich eventuell, nö. Okay, dann war das ja ziemlich lame. Aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar schöne Sachen, mal gucken. So, hier in dem Raum auf jeden Fall nicht. So, und ich glaube jetzt... Was? Hier geht's noch südlich raus? Ach, stimmt! Die Kiste gibt's ja auch noch. Einen Amethysten haben wir bekommen. Was kann der denn Feines? A Jewel of Peace. Die waren, glaube ich, in... irgendeinem anderen Tales of war das doch... sind doch irgendwie ganz viele... ich glaube, das war doch auch in Symphonia so, dass diese ganzen Edelsteine alle immer irgendwie Accessoires gewesen sind. So, warte mal, hier geht die Defense auf jeden Fall nach oben, was ich sehr gut finde. Warte mal, Statuswerte. Ich guck mal, wer die geringste Defense hat, obwohl eigentlich ist es mir schon am wichtigsten, dass Stan am ehesten Durchhaltevermögen hat, sage ich mal. Das heißt, er wird auch derjenige sein, der das jetzt bekommt. Einfach mal kurzfristig beschlossen, das heißt... Sie hier kann stattdessen das Cape bekommen und alle sind glücklich. Sehr schön, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen, denn das war bisher, glaube ich, das beste Fundstück. Und hier geht es lustig weiter mit den Kisten. Was haben wir hier? Ein Kite Shield. Wem können wir damit was Gutes tun? Wer hat noch nicht? An improved version of a round shield. Its shape is easier to handle. Erinnert mich auch wieder so hart an Dark Souls. Aber welches Spiel tut das irgendwie nicht? So, dann würde ich mal sagen, soll er das bekommen, oder? Wo er doch derjenige ist, der sich eigentlich immer ins Kampfgetümmel stürzt. Und bei den anderen, die sind, glaube ich, schon ausgestattet. Ja, mit dem, was der gute Stan gerade eben noch getragen hat. Jawohl. So. Es war, glaube ich, gar nicht so schlecht, hier die Ränder lang zu laufen. Ich glaube zwar, dass der Raum relativ symmetrisch aufgebaut ist, aber... okay, warte mal. Ach so, das ist die... Okay, alles klar, meine Mindmap ist nicht kaputt. Ich habe einfach nur vergessen, dass das die Empty Chest war. Hat nämlich gerade gar keinen Sinn für mich ergeben, dass da... eine Kiste noch ist, die ich nicht geplündert habe. Guck mal hier. Oh, wow. Da belohnen die definitiv die Leute, die sich ein bisschen genauer umschauen und bestrafen, die straight durchrennen. Und genau so muss das auch sein. Genau so. Weil ich jetzt hier über ein paar mehr Kämpfe auch nicht traurig gewesen wäre, ehrlich gesagt. So, und hier ist auch empty. Schade. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Item, mit dem man die ganzen Dinger hier doch noch öffnen kann, aber... momentan sehe ich da eher keine Möglichkeit. So, jetzt muss ich hier erstmal in diesem komplizierten Raum gucken, ob es hier noch irgendwas gab, weil ich wollte schauen. Warte mal, wo war denn der Kathedraleneingang? War der nicht? Ach, hier war der, genau. Was ist, wenn ich jetzt auf die Seite laufe? Okay, da haben wir nichts. Okay, das ist also hier wirklich nur auf der einen Seite. Dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Kleinen Moment. So, ich muss jetzt mal immer wieder Zwangspausen einführen, damit ich mal meinen Kaffee trinken kann, weil irgendwie passiert hier so viel, dass der ständig wird der schneller kalt als in anderen Projekten, die ich aufnehme. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ja meistens spiele mit rundenbasierten Kämpfen. Und da habe ich dann immer wieder gute Möglichkeiten und hier hält mich das gut auf Trab. Ich laufe jetzt ja einmal kurz durch alle Bank rein, um auch nochmal sicher zu gehen, dass da kein Schatz versteckt ist. So, was geht jetzt hier ab?
It's the same setup we saw at the Temple of Sengor. Do they take us for idiots? Tja, ist der Gang sogar schon offen? Oder sieht das gerade nur so aus? Warte. Der ist schon offen. Okay, so viel zum Thema total gut versteckt und so wahrscheinlich dahingehend, weil es hier so dunkel ist. Aber das hätten wir auch ohne den Hinweis gefunden. So, komme ich hier jetzt Zufallskämpfe? Oh oh. This room looks exactly like the room where the Eye of Atimony was kept. Ja, stimmt, da wo das Wasser so ein bisschen den Boden entlang floss, ne? Licht, immerhin. What are you doing here? Yeeks? Oder so? Oh, I see we have some rodents here. I didn't think you would be able to follow us this far. But unfortunately, what you're looking for is no longer here. So, the Eye of Atimony was at this temple? Achso, das war gar keine Frage. Yes, but it was taken again by Lydon. I knew it. Lydon was here. I saw you this afternoon. As I suspected, you were an imposter. Speak for yourselves. Why don't you reveal your true identities? Fake? We're perfectly respectable priests. We saw our allegiance to Lydon's vision. The Eye of Atimony will control the world. And when that happens, we will reign supreme over the world. We will make them understand that humans are powerless before the Great Eye of Atimony. Hey, you're no different than us. We're different from you, fools. We have been blessed by Atimony as the chosen ones. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. That's heresy. Atimony's love is universal. Nonsense. The complex teachings of Atimony are beyond the grasp of a simpleton like you. No, Atimony is... Enough. We have no time for theological arguments. We have no use for you fools. If you tell us where Lydon went, we'll let you go. Oh, I don't know about that, but I wouldn't tell you even if I knew. All we need to do is to sit back and watch Lydon's monster army take control of the world. The monster army? Do you know what the monster source of life is? It's lens. Oberon Corporation's cargo ships are pirated for their lens shipments. The lens is then used to produce monster. That can't be. That kind of technology shouldn't exist now. Hey, 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 it's only a matter of time. Lydon will assume control of weakened countries one by one with the power from the Eye of Atimony. I'm surprised that Lydon was behind the pirating of lens cargo ships near Fitzgold. Even the mere interruption of the lens supply to Sengord will help our cause. It will disrupt the economy because lens is an important part of Sengord's industry and finance. Since the lens is also used to create monsters, it's truly a case of killing two birds with one stone. Well, I've had enough idle chatter. We won't allow you to interfere with Lydon. We will destroy you now. Attack them! Wow, ey, jetzt da uns voll seine Glatzenpriester hier auf den Hals. Gucken wir mal, wer am Ende siegreich hieraus hervorgehen wird. Ich bin ja eigentlich ganz selbstbewusst hier gerade. Zumal das genau die gleichen... Oh oh, ich stehe hier nicht gut. Ich stehe hier gar nicht gut. Einmal mit einem Sprung wieder gerettet. Was habe ich denn da gerade gemacht? Okay, wisst ihr was? Ich habe eine Idee, was ich im nächsten Kampf mal mache. Ich werde nämlich einfach mal... Oh, die sind schon down. Oh, Mary stirbt gleich. Hallo. Kann mal jemand Mary bitte heilen? Das kommt immer sehr, sehr spät. Obwohl sie eigentlich schon so eingestellt ist, dass sie Heilung absolut mit erster Prio behandeln soll. Aber egal. Alles gut ausgegangen. Sehr schön. Juhu. Kein Level up. Schade. What? You will pay for this. Kann ich auch mit EC-Karte zahlen? Ich glaube, das war ein Nein. Das heißt, das war erstmal der Warm-Up-Kampf, oder was? Hä, das sind doch mal genau die gleichen. Mary, bitte nicht sterben. Mädels, könnt ihr bitte aufpassen, dass uns hier keiner wegverreckt? Ist das irgendwie möglich, oder muss ich jetzt hier eingreifen? Wahrscheinlich kommt das jetzt zu spät, aber ich werde es versuchen. Mary? Hä? War das jetzt meine Heilung, oder war das jetzt... die Zauberheilung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's Mary jetzt gesundheitlich wieder sehr gut. Das ist schön. So, kleiner Bengel, kannst du bitte mal eben kurz verrecken? Dankeschön.
So, damit wir uns nämlich um die hier kümmern können. Und schauen können. Ach so, die da hinten, die Tante, ist auch imstande zu zaubern. Uncool. Die sollte ich mir bei der nächsten Gegnerwelle dieser Art vielleicht als erstes vorknüpfen. Aber, jawohl! Glückwunsch zum Level-Up. Ha, powerless Lackeys. Well, at least we know what our next destination is. Go next. Wie bringt er uns dann direkt dahin, oder was? Ich würde jetzt zu Fitzgold weiter düsen. We're going to Fitzgold, right? Exactly. Okay, I understand, but let's call it a day and find an inn so we can get some rest. Nicht, dass ich die anderen Sachen hätte nehmen können und damit irgendwas Optionales noch finden können. We look forward to serving you again, thank you. Ja, dankeschön. Sind wir jetzt auch wieder hochgeheilt und haben direkt übernachtet? Sieht so aus. Sehr schön. Warte mal, was sagen unsere Level? Unsere Level sind okay. Sobald jemand bei 12 ist, kommt Leon wieder mit rein. Oder Leon. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie komme ich da eigentlich hin? A long time ago, this island was truly a horrible place to live. It's people like us who have made it into the place it is today. There's no reason for us to be pushed around by foreigners on our own soil. Das ist, glaube ich, neu, oder? Also, dass sie uns wieder als Fremde hatet, das ist jetzt nicht neu, aber was sie gesagt hat explizit, das hier kennen wir schon. So, gibt's bei dir irgendwas Neues? Das mit der Darkness, die uns surroundet, damit hatte er ja ein bisschen recht, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt nochmal hingehe? Oh, you are... Thanks to you, I'm still alive. Please make yourself at home. Ah. Oh, Philia, we're so happy to see you. Das ist ja schön. Ja, soviel zum Thema. Mal gucken, ob wir das irgendwann auch mal bei Tageslicht hier alles inspizieren können. Das heißt, ich habe mir das Leben wahrscheinlich unnötig schwer gemacht. Aber hier komme ich jetzt nicht mehr weiter, ne? Weil ich jetzt wahrscheinlich auch die ganzen Kisten hätte super bequem aufsammeln können. Ah, okay. Ich komme hier doch nochmal rein. Das ist ja ein Ding. Voll schade, dass die jetzt hier keine Kisten oder so eingebaut haben. Das wär's doch mal. Weil das hätte man ja super easy übersehen können, ne? Aber gut, egal. Jetzt haben wir geguckt. Können dieses Thema dann erstmal abhaken. Ich möchte eine Sache allerdings noch checken, bevor ich hier endgültig rausgehe. Und zwar, ob vielleicht die Kisten, die vorher empty waren, ob die jetzt tagsüber vielleicht befüllt sind. Man weiß es ja nicht, aber kann ja sein, wie angenehm und schön das hier einfach ist, ja, wenn es nicht dunkel ist. So, ich gucke jetzt nochmal bei den beiden und dann gehen wir weiter. Wo auch immer weiter sein soll. Wir haben uns auf diesem Kontinent ja so gesehen, oder auf diesem Landstrich, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, auch noch gar nicht so ausgiebig umgesehen, deswegen... Wird das mal Zeit? So. Das heißt, hiermit sind wir dann erstmal durch. Richtig? Bin am Überlegen, ob ich jetzt hier nicht doch noch ein bisschen mehr von diesem guten Heilzeug einkaufe. Weil ich glaube, das wird nichts sein, was du so ohne weiteres von Gegnern oder so bekommst. Also schätze ich jetzt einfach mal. Deswegen nehme ich mir jetzt weitere 5 hiervon mit. Und hiervon auch nochmal. Weil die könnte ich mir eigentlich voll kaufen, oder? Die 500 können wir jetzt, glaube ich, auch entbehren. Und alles andere... Made by Orion Corp spreads an electrical charge across the ground. Das ist dann irgendwas Angreifmäßiges, ne? Im Kampf. Wahrscheinlich auch voll gut sein. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal einsetze. So, aber erstmal heißt es, Umgebung erkunden... Oder vielleicht irgendwelche Indizien finden, wie wir nach Fitzgold gelangen können. Weißt du vielleicht irgendwas? Nee. Du kennst dich gut in dieser Stadt aus, aber explizit fragen können wir ihn nicht. Oder wir müssen wirklich zum Hafen zurück und... Wer ist denn der Kleine da hinten? Warte mal. Wie komme ich denn da hin? Hä? Der steht doch da bestimmt nicht nur zur Deko, oder? Komme ich auf jeden Fall nicht hinter das Gebäude. Was ist denn mit dem da los? Warte, nein. Ich will gucken, ob ich da irgendwie hinkomme.
Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, was ist denn hier mit den Kisten los? Gibt's hier vielleicht irgendeinen Geheimgang? Aha. Guck mal, wie knapp, aber es geht. Hey, cut it out. Stay the... away from me. Tosh, sie ist Lackglurp. Oh, der ist in Gefahr. Ach so. What do you want to get smacked? You're pretty tough. How about this? Ouch. You know, good bastard. What are you doing? That's crazy. Get the fuck out of my way. I'm gonna protect this town. Ich werde jetzt einfach mal übersetzen, was er eigentlich sagen will. Ich zitiere ja nur, deswegen bin ich nicht die Böse. I don't need no foreigner's help. Ja, scheinbar ja doch. What an arrogant snort. Here I come, damn monster. Once a weakling, always a weakling. You should have remained quietly at home. Was? Wer sagt das? You poor fools, be happy now that I have graced you with my presence. I, Grid of the Black Wings, have designed to come here. Designed. Ich kenne dieses Wort nicht, warte mal kurz. So, tun wir mal ein bisschen was für unser Vokabular. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, aber es heißt Geruhte, Gewährt, jemand Gewährte. Irgendwie trotzdem komisches Wort. You should be grateful. Black who? Are you like completely nuts? Der hat echt vor keinem Respekt, der Kleine, ne? Fool, you're telling me that you don't know us. I'll forgive your ignorance for now. Now, listen carefully. John the Beast. Ist das nicht die Gruppe, die wir schon relativ früh im Spiel in der ersten Stadt direkt angetroffen haben? Whirlwind Millie. I thought I told you not to call me that. It royally sucks. And I'm the illustrious leader of the Black Wings, Grid the Omnipotent. Ja klar, das war doch in der ersten Kneipe, wo wir gewesen sind, die Typen, die rechts am Tisch gesessen haben. The three of us are the Black Wings. Fear us, Demon Spawn. Boss, I'm so moved by your words. Ich kann mir richtig vorstellen, wie so links die Sabba aus seinem Mundwinkel rausläuft, während er das sagt. Boss! You can't dodge that stupid thing. How humiliating. I was caught off guard, you coward. Let's retreat for now. Retreat. Alright, boss. Call me the leader. Was für schräge Vögel. Deren Präsenz erinnert mich jetzt nach der Aktion irgendwie hart an Team Rocket aus Pokémon. So, was machen wir denn nun? Können wir jetzt den Gegner mal aus dem Weg räumen, bitte? Oh Gott, es werden immer mehr. Wiggle, wiggle. I'm not afraid. I'm afraid. Mein gibt er es zu. Let us take care of it. Sollten wir dann wohl. Hoffentlich sind die jetzt nicht so super stark. Habe ich in der Folge überhaupt schon mal irgendwann irgendwo gespeichert? Aber ich glaube, die kennen wir. Ich glaube, das sind auch die, die wir das ein oder andere Mal im der Weltkarte angetroffen haben. Jetzt stehe ich hier wieder ein bisschen blöde. Nein, du sollst nicht nach oben hauen, Stan. Sondern auf den Gegner ruf. Immer ruf. Genau so. So sollte das aussehen. Jawohl. Bin ich ja mal gespannt, ob wir hier eine Belohnung für bekommen. Weil das konntest du ja super einfach übersehen hier, ne? Well, what's the deal here? I could have killed it by myself. Don't interfere in my business, you... Ja, das sage ich jetzt nicht nochmal. You doch fucking bastards! Wahrscheinlich meinte er ein ganz anderes Wort, aber... Was für ein Pöbelkind, ey. So, und wohin hat er sich jetzt verkrümelt? Der wird bestimmt irgendwo in der Stadt jetzt hier noch anzutreffen sein, oder? Ich guck mal eben kurz, ob ich den finde. Da, ich hab ihn. Sehr schön. Er war nämlich auch so, als wäre sein Name hier irgendwann mal gefallen bei der Inspektion. Ah, vielleicht wird... I have to let you buy something. What do you want? War die erste Textbox aber nicht genau das gleiche wie beim letzten Mal auch. Das haben wir jetzt wahrscheinlich Tosh zu verdanken. Nämlich, oder beziehungsweise der Mission, ne? Dass wir jetzt hier einkaufen können. A sword that is larger than a typical longsword. Oh Gott, ich habe doch zuletzt so viel Knete ausgegeben für neue Waffen. Aber ich wette, das hier wird noch besser sein. Ich kaufe mal erstmal zwei davon. Gucken wir mal, wie das jetzt im Vergleich aussieht. Come back again. Okay. So, warte mal. Wie sieht's denn hier aus? Boah, das ist aber deutlich besser. Also eigentlich braucht man darüber gar nicht
gar nicht debattieren. Wie sieht's hier aus? Ähnlich, ne? Außer die Hitrate, die geht halt runter, aber ich glaube, das ist verschmerzbar. Ja, das sollten dann wohl alle bekommen. Gut, dass ich den noch gefunden habe, ey. Das ist ja meine mehr als hilfreiche Belohnung. Deutlich, das übertrifft ja alles. Das ist, als würde man uns jetzt für 3 Leute bessere Waffen schenken. Also schenken in Anführungsstrichen. I don't normally like foreigners, but I'll make an exception for you. I have to let you buy something. Keine Ahnung, ob er das vorhin auch schon gesagt hat, aber wichtig ist, dass er jetzt überhaupt mit uns handelt. Dann geben wir nämlich noch Stan die neue Waffe. Warte, genau. Einmal das hier. Und dann sind wir jetzt auf jeden Fall wieder ein gutes Stück stärker geworden. Hey, it's you! You're the kid who was having a hard time with the monster. Are you hurt? Falsche Stimme am Anfang. What a weird kid. Ja, dem tut wahrscheinlich alles weh. Aber der traut sich nicht. Hey, I give this to you. Oh, danke schön. Das ist aber sehr charming von dir, dass du uns ein Charmbottle überlässt. So. This item charms people. It will also help you get a... Ah, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich erinnere mich auch wieder an Tales of Phantasia zurück. Da gab es dann plötzlich den ein oder anderen Händler, der 5-stellige Beträge für bestimmtes Zeug haben wollte. Und solche Händler wird es hier 100% auch nochmal geben. Deswegen, ja, können wir auf jeden Fall irgendwann mit Sicherheit gebrauchen. So, boah ey, Gott sei Dank habe ich das noch gesehen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich bin trotzdem mega erleichtert, weil sich das einfach in so vielerlei Hinsicht gelohnt hat. Jetzt ist trotzdem die Frage, was mache ich jetzt hier noch? Also ich glaube, ich werde, obwohl ich werde keine Holy Bottle nehmen. Notfalls schneide ich jetzt hier ein paar Kämpfe raus. Wir können ja erstmal gucken, was sich hier so rumtummelt. Also meine Vermutung ist ganz stark, dass wir jetzt sowieso zum Hafen wieder zurück müssen. Und von dort aus dann irgendeine neue Ecke ansteuern können. Und ja, von da aus nach Fitzgold zum Beispiel weiterkommen. Mich irritiert trotzdem, dass am Ende der letzten Mission uns 3 Orte angeboten wurden. Oder das war einfach nur so eine Testfrage, um zu gucken, hat derjenige aufgepasst. Ja, auch wenn man jetzt dafür nicht belohnt wurde. Oh, ein neuer Zauber für unsere liebe Philia. Bei ihr ist das, finde ich, irgendwie immer besonders spannend, weil ich bei ihr fast damit rechne, dass sie noch ein paar interessante Dinge lernt. Einfach so aus dem Bauch heraus. Allerdings gibt es hier nicht so wahnsinnig viel. Hä? Keine Ahnung, wo ich das jetzt sehe. Sie war das doch aber gerade, die was Neues gelernt hat, oder nicht? So, aber wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich jetzt im Grunde genommen auch hier mal gucken. Dass ich vielleicht die anderen Sachen auch irgendwie mit einbringe. Genau, und dann gucken wir, ob sich das im Kampf vielleicht irgendwann mal anbieten wird und uns das Leben einfacher macht. Aber erstmal würde ich jetzt hier ganz gerne noch in dieser Folge die Karte abfrühstücken und schauen, ob wir hier nicht noch irgendwas betreten können. Vielleicht auch was Optionales. Eine Ecke gab es ja hier noch, irgendwas mit Junk. Da würde ich ganz gerne noch vorbeischauen. Aber vielleicht bringt uns die Story irgendwann sowieso nochmal hierher. Ich hoffe ja immer noch auf eine Teleportmöglichkeit später. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir das noch bekommen, weil die werden doch nicht im Vorgänger sowas mit einbauen. Also da konnte man sich, glaube ich, nicht klassisch teleportieren, aber da konntest du mit diesen Teilen, ich habe wieder vergessen, wie die heißen, halt rumfliegen über die ganze Weltkarte. Und irgendwas kommt hier auch. Ich hab's einfach mega im Gefühl. So, wo zur Hölle bin ich hier? Ich glaube, die Ecke, die ich meinte, die war irgendwo hier im... Ach nee, hier wird das sein. Ja, oder bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Nee, hier ist Junkland. Siehst du mal. Okay, irgendwie... Was geht hier ab? Was ist das? Gibt's hier Gegner? Gosh, are you tourists or something? This is a town of trash and gas, Junkland. It's not a place for outsiders to come and visit. Why don't you go home? Ich musste gerade instant an Fallout denken. Oh, are you stay here? Ja, siehst du ja.
Was geht hier ab? Gibt's ja auch ernsthaft Händler und sowas? I'll tell you an old story. There was a beautiful floating castle in the sky. Because a lot of people lived in the castle, it eventually got filled up with trash. They were concerned that their beautiful castle would get dirty because of the trash. So what do you think they did? It was easy. All they had to do was to drop all their trash down to the surface. Ah, okay. Und das ist dann also hier gelandet, oder wie? It's not a place to walk around with girls. Go home. Ja, und nicht hier, um zu flirten. Also, sie meinte wahrscheinlich die weiblichen Teammitglieder von mir, aber trotzdem. I'm hungry. Kann ich euch irgendwie helfen? Frage stelle ich jedes Mal und jedes Mal sagen mir die Spiele meistens nein. Madhouse Inn. Okay, ich glaube, das könnte hier der günstigste Laden ever sein. Scheint auch nicht allzu gut gebucht, aber das ist auch nicht so überraschend, ne? Obwohl, hey, hier sind Leute. Hier sind tatsächlich Leute. Man mag es kaum glauben. Also ein Leut, aber hey, ein Leut ist auch Leute. Why do I have to stay in such a nasty place? Na, irgendwas führt dich ja dazu, dass du dich hier in der Gegend aufhältst. Wahrscheinlich als Lenshunter sucht er irgendwelche Monster. Aber ich finde, die Zimmer gehen eigentlich. Das ganze Ambiente sieht halt hier nur so ein bisschen kackbraun aus. Aber ansonsten... Oh, you're staying overnight here now, ain't that special? Ain't that special? So rum. Okay. Was? 100 never. Okay, then get out of here. Ja, gerne. 100, ey. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. So, was ist das andere Gebäude? Achso, das erkennen wir schon. Nein, das kennen wir. So, was haben wir hier drin? Guten Tag. Young mother. My child was born with a delicate constitution. He won't get better if we stay here. Das tut mir sehr leid. Muss wahrscheinlich krank sein vor Sorge. Och Gott. Och Gott, du Armer. Oder Arme, keine Ahnung. Na gut. Wenn ich irgendwas machen kann, dann lasst es mich wissen. Bitte. Ich möchte euch helfen. Lebt ihr hier alleine? Könnt ihr nicht irgendwie in die nächstgelegene Stadt umziehen? Scheinbar nicht, sonst würden sie das schon alle längst getan haben, ich weiß. So, und du so? I want to see blue skies just once. Na, ist ja alles irgendwie... Die ganze Luft so verdreckt, dass man das gar nicht sieht, oder was? Ich glaube, das soll darauf hindeuten. So, was haben wir hier? Hey, na? Greifst du mich auch an, weil ich ein Foreigner bin? Those people from other towns criticize our place for being dirty and full of trash. But if you look closely, there are some useful things around here. It's possible to live a good life here. Ah, da macht jemand aus seiner eigentlich schlechten Situation vielleicht doch noch was Gutes? Oder hat auf jeden Fall einen größeren Optimismus als alle anderen hier. It's a vase full of water. Haben die denn hier wenigstens sauberes Wasser? Das wäre ja schon immerhin etwas. So, was haben wir hier? Oh! What's wrong, Philia? I'm fine. It just smelled awful. But is this really a place where people live? It's so filthy. I can't imagine living here. I don't know how they can. That's kind of harsh. Ist dieses jetzt kind of harsh auf das bezogen, was sie sagt? Oder auf die Lebensumstände der Leute hier? Ich nehme mal das erste, weil ich das als Zustimmung werte und mir beim zweiten nicht sicher bin, worauf sich das bezieht. You think so too? It's bad for your mind and body to live in such an unsanitary place. I wonder if they can do something about it. I don't think they like to make things dirty on purpose. Oh, Stan, let's finish what we need to do quickly. Oh yeah, sure. It's hard to believe that a calm person like Philia can get so upset like that. Upset hätte ich das jetzt nicht bezeichnet, sondern eher halt traurig, verzweifelt und geschockt so. Some people like to live here, and there are also others who can't leave here, even if they want to. People have different destinies. Das stimmt. Das stimmt. So, kann ich da bitte einmal vorbei? Hold a mite.
Bitte laufen Sie einmal nach links. Nein, nicht dieses. Nach rechts meinte ich eigentlich. Das andere halt, ne? Who are you? You were peeping into our house, weren't you? Are you bad people? Nee, genau das Gegenteil. Weiß aber nicht, ob du mir glaubst. So, was haben wir hier noch? Komme ich da irgendwie weiter? Nicht so wirklich. Wow, also einladend ist das auf jeden Fall nicht. Wobei, wenn ich mir vorstelle, dass man hier einmal aufräumt, das Gras hier nachwächst, man ein paar Bäume und Blümchen hier hinpackt, ist das so vom Aufbau eigentlich eine echt hübsche Stadt. Ist da jemand in dem Fass drin? Sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Zipfelmütze. Vielleicht ein kleines verstecktes Vivi oder so. So, was haben wir hier? Nichts, womit wir interagieren können. Ich glaube, die Folge könnte dezent Überlänge haben, aber ich würde ganz gerne hier meinen Rundgang noch beenden, bevor ich den Part jetzt hier beende. My shoulder are so stiff. My shoulders. Voll das S unterschlagen. So. Wer wohnt hier drin? Hallo, liebe Leute. Kann ich euch irgendwie was Gutes tun? You better not go out today, because the gas smog is supposed to get worse. Furchtbar. Hey, Stranger, what are you doing here? Ich meine, die betiteln uns ja auch immer noch als Fremde und so, aber ich finde, die sind trotzdem netter als in der... als in Calviola. In der Stadt. So. Komme ich da irgendwie weiter? Die ist ja voll riesig, ey. Ich dachte, das wäre nur so ein kleines... so ein kleines Lager oder so, aber Pustekuchen. There are no elderly people in this town. If you think you can live a long life here, you're dreaming. Ich bin ehrlich gesagt niemals auch nur im Ansatz dabei gewesen, das zu denken, aber okay. The door is locked tight. Und der redet auch nicht mit uns? Scheinbar nicht. Dafür kommen wir hier rein. Um mit wem genau zu sprechen? Hallo, wer sind Sie denn? This town is a graveyard of artifacts developed by an ancient race who had a highly advanced civilization. My grandfather told me this practically every day when I was a kid. I don't know if that's true. But if that is true, something crazy might be buried around here somewhere. For example, it could be something that can destroy the world or something that can save the world. Ja. Think big, ne? Das macht er hier in dem Kontext auf jeden Fall. Wer weiß? Wer weiß? Wissen wir es? Ich glaube noch nicht. Was? You shouldn't rummage through other people's stuff. Ist auch wieder eine neue Formulierung gewesen, oder? Das ist immer mal wieder so ein bisschen abgeändert. Komme ich hier irgendwie rein? Ich glaube nicht. So. Wow, guck mal, wie riesig das hier alles ist. Alter Vater. Ich glaube, ich baue jetzt hier gleich einen Cut ein. So, mit ihmchen ja haben wir nämlich schon gesprochen. Ich gucke mir jetzt noch hier die Leute auf der rechten Seite an. Oh, dich habe ich gerade voll übersehen. I wonder if I can find something good around here. Ha, ja, sei dir gegönnt. Hallo, fleißige Frau. Washing doesn't remove the dirt or smell out of the clothes, but I'm just doing it for peace of mind. Okay, kann ich verstehen. Die werden ja ansonsten auch nicht so sonderlich viel zu tun haben, wa? Könnte ich mir vorstellen. So, was haben wir hier? Kätzchen? Although it's a dirty place, as you can see, at least I'd like to keep the flowers in bloom. Someday I'll make Junkland a pretty place. Ach Gott, wie süß. Wie süß. Ich würde dich so gerne bei diesem Vorhaben unterstützen. Vielleicht können wir sogar als Spieler irgendwie beeinflussen, dass aus Junkland mal ein schönerer Ort zum Leben sein wird. Wer weiß. Au. Stop it, will you stop? Hallo? Schlägt die Frau hier gerade den Typen? You're no good. Alter, hör auf. Was geht denn hier ab? Das ist voll brutal, ich kann gar nicht zwischengehen. Hört auf. Okay, nee, komm, das muss ich mir jetzt nicht länger geben. Nein! Ich wollte ins Haus fliehen, damit ich mir dieses Dilemma hier nicht angucken muss. Oh, hier ist ein Laden. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir jetzt doch hier noch auf den Laden stoßen. Hi. This assort here. It's quite rusty. Ja, die werden wahrscheinlich jetzt nicht das Premium-Equipment haben. Jo, das ist ein Equipment-Shop. Na dann zeig mal. Hatte ja so ein bisschen gehofft, dass die vielleicht das Zeug günstiger anbieten würden. The medicine that temporarily neutralizes environmental poisons.
klingt, als sollte man davon ein bisschen was mit sich führen. Nee, warte mal, bevor ich das einkaufe, gucke ich erstmal, was Inchen hier hat. Hey, as you can see, we only have trash. Na, wir gucken mal. Wenn es ja auch nur einen grünen Pfeil gibt, den gibt es nicht, dann würde ich davon Abstand nehmen. See, I told you. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe ja versucht, optimistisch zu sein, aber leider hast du scheinbar recht. So, dann werde ich mir jetzt hiervon mal 5 mitnehmen. Mich damit komplett pleite machen, aber egal. Denn das habe ich vorher, meine ich, noch in keinem anderen Laden gesehen und deswegen fühlt sich das richtig an, das einzukaufen. So, ihr Lieben, dann werden wir beim nächsten Mal den wahrscheinlich letzten Abschnitt hier... Obwohl, nee, komm, das nehmen wir jetzt noch mit. Ist mir egal, wenn der Part jetzt über eine Stunde andauert. Denn hier scheint das nämlich schon zu Ende zu sein. I'm a Junk Hunter, I salvage many things in Junkland. Junk Hunter? Don't you think it sounds as good as Lens Hunter? Well, You can learn a lot by observation. In fact, I know more about ancient artifacts and technologies than anyone else. Well, we may see each other again. I'm always here. Uh-huh. I have a great artifact here. Would you like to buy the sword? Oh nein, ausgerechnet jetzt, wo ich keine Knete habe. Reicht das noch? Oh, you know, you don't have any money. Oh Gott. Ja. Jetzt bereue ich das alles wieder, aber vielleicht kann ich offscreen mal das ein oder andere verkaufen. Müssen wir mal gucken. Hier gibt es ansonsten niemanden außer Imchen hier. Was bewachst du denn da? This area is restricted. The gas concentration inside is incredibly high compared to here. Your life is precious. Don't waste it. Okay. Danke, dass du dich um meine Gesundheit sorgst. Gut, damit sind wir aber tatsächlich durch. Ich guck mal, dass ich jetzt ein bisschen was verkauft kriege, damit wir uns zumindest eins dieser Artefakte hier einkaufen können. Und dann werden wir beim nächsten Mal wieder unsere Suche fortsetzen und gucken, wo jetzt der Hauptweg uns eigentlich entlang führt. Und mit der Erkundung hier von der Umgebung bin ich auch noch nicht zu 100% durch. Also langweilig wird uns beim nächsten Mal auf jeden Fall nicht. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!